Ist alles irgendwie eine interessante Farbe heute, ne? Da sind bleigraue Wolken, darunter ist richtig heller Himmel. Direkt über mir ist eigentlich auch so ein bisschen was Helles. Da kommt es dann richtig dunkel. Also das gibt noch was, wie es aussieht. Die Beleuchtung ist bedenklich, ist auch viel Grün im Hintergrund. Wenn ihr euch noch erinnert, das da hinter mir, das war vor einem halben Jahr dieser Acker, auf dem ich mit dieser Cablecam durch die Gegend gedonnert bin. Ihr erinnert euch, ne? Also hier so einmal 50 Meter rüber, kein Problem. Ja, jetzt seht ihr, steht der Meister irgendwie 2,5-3 Meter hoch. Ah, ein Tattoo. Und ich habe noch gar nicht angefangen. Dieses wird eines meiner so beliebten und nie beenden wollenden Mecker- und Jammervideos werden. Jawohl. Macht dich so einen Krach. Na, immerhin, ich bin winddicht hier, ne? Durch den Mais. Das Mikrofon, das Puschelmikrofon hält sowieso alles weg. Jammervideo. Ja, ich versuche so ein bisschen darüber, mich zu entscheiden, sagen wir mal, wie ich denn mit meinen Videos weiter verfahren soll überhaupt. Das Problem ist, ich kriege kein Feedback. Damit meine ich nicht, dass schön viele Feedback-Dingsbumse aufleuchten oder sowas, weil das ist mir völlig wurscht. Aber ich habe überhaupt kein Feedback, ob der Quatsch ankommt oder nicht. Weil es gibt natürlich Hit-Zahlen, also Aufrufzahlen. Nur eine Aufrufzahl sagt nichts darüber aus, ob der Betreffende das Video überhaupt in voller Länge gesehen hat oder aber nur im Klick, ach er wieder, ah danke. Das ist derselbe Klick, als wenn jemand das durchguckt. Ich gebe zu, es ist ein Unterschied, ob da 1000 Klicks drauf sind oder 100. Dann merke ich schon, ja, es hat wohl einen Nerv getroffen. Oder es ist in irgendeinem Forum geteilt worden und daraus sind viele Leute eben rübergehüpft und haben mal geguckt. Sagt trotzdem nicht viel aus. Ich habe jetzt ja 2 Flugunfall-Videos mal probehalber online gestellt, habe festgestellt, es ist eine Menge Arbeit und es können andere Leute als ich, können es wirklich inzwischen erheblich mehr. Ich glaube, ich habe allein 6 verschiedene Kanäle jetzt gebookmarkt, wo sowas läuft und ich gucke es mit großer Begeisterung. Und es macht auch durchaus Spaß, sowas zu machen, wenn ich allerdings das Endergebnis dann sehe, so grafisch. Ja, da ist halt viel guter Wille, aber wenig Grafik. Und auch ansonsten merkt man eben, dass ich das vorher noch nicht gemacht habe. Des Weiteren ist es so, ob ich nun eine Viertelstunde mit dem Motorrad im Kreis fahre oder ob ich mich 2 Tage hinsetze und so ein Unfallflugvideo mache, es ist dieselbe Aufrufzahlen. Es könnte natürlich jetzt sein, dass es die Langschwert-Fanboy-Fraktion ist, die die Videos aufruft, völlig egal, was ich mache. Wobei es mir allerdings sehr viel lieber wäre, es wären Fangirls. Da hätte ich dann vielleicht was davon. Also ich kann jetzt nicht feststellen, Mensch, bringe ich noch mal aufs Motorrad und fahre einfach mal rum oder mache ich so ein Flugfalluntersuchungsvideo. Flugunfalluntersuchungsvideo. Ne? Tja, das ist nicht feststellbar. Kein Unterschied in den Aufrufzahlen. Das könnte man ja sagen, na, guck doch einfach in die Likes. Welche Likes? Das sind keine Likes. Das sind irgendwie 120 Aufrufe und 7 Likes. Dann muss ich daraus ja schließen, dass es 113 Leuten entweder nicht gefallen hat oder ihnen scheißegal war. Das ist jetzt nicht nur bei mir so, das ist bei allen anderen genauso, dass die Leute sich einfach nicht die Mühe machen, mal eben auf Like oder Dislike zu klicken. Und die Folge ist, dass also auch große YouTuber, die am ersten Tag ihre 100.000 da haben, die haben dann da vielleicht am ersten Tag auch schon 1.000 Likes. Das ist 1% der Aufrufer. Jeder Hundertste sagt, macht sich die Mühe zu sagen, ach, fand ich nett, gebe ich mal Like. Anhand dieser Likes allerdings wird das Video bei YouTube gerankt. Das heißt, wenn sie so diese Vorschläge an der Seite sind, ne, da haben die Likes dann viel mit zu tun. Und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass ich jetzt durch meinen Jammeraufruf an dieser Stelle auch nicht mit großer Gestik irgendwen dazu bringe, künftig Likes zu hinterlassen. Ich meine, ich sehe ja auch viel Videos von anderen Leuten und habe mich erst kürzlich dazu durchgerungen, hin und wieder auch mal Like anzuklicken, wenn es mir gefallen hat. Ich musste also ein bisschen Selbstkritik muss ich da leider üben. Aber es würde mir schon helfen zu entscheiden, in welche Richtung geht denn das Ganze künftig. Also Motorradfahren, Wetter ist schön, ich fahre Motorrad, nehme sowieso eine Kamera, nicht immer, ne? Meistens. Manchmal fahre ich einfach nur rum und freue mich des Lebens. Aber häufig habe ich halt eine Kamera dabei und dann stelle ich das online und kriege dieselbe Menge Likes, als wenn, oder überhaupt Aufrufe überhaupt, als hätte ich
tagelang, nächtelang im Schweiße meines Angesichts mit Bissspuren. Au, es tat weh. Ja, dann kann ich halt nicht beurteilen, hat das irgendwem gefallen oder war das scheißegal? Ja. In diesem Zusammenhang tut mir den Gefallen. Also erstmal ruft natürlich meine Videos grundsätzlich auf. Das ist immer wichtig. Ganz, ganz wichtig ist aufrufen ohne Ende. Abonnieren wäre noch besser, weil Abozahlen natürlich unschlagbar. Und macht euch Luft, also Like oder Dislike. Wenn es richtig kracht, ne, wenn also ihr überwältigt seid oder unterwältigt, je nachdem, dann hinterlasst auch mal einen Kommentar. Ich habe, glaube ich, das bin ich im Überlegen. Ich glaube, mein erstes Unfallflugvideo, da habe ich richtig Herzblut reingelegt und den einzigen Kommentar, den ich gekriegt habe, war: Ey, das ist ein tolles Mikrofon, wo hast du das her? Habe ich gerne beantwortet. Es war ein edles 6-Euro-Mikrofon aus China. Trotzdem wünsche ich mir so irgendeine Form von Feedback, wäre toll. Ihr müsst mir nicht gleich tonnenweise Gummibärchen schicken oder sowas, aber eben irgendwas. Wäre schon toll. Ja, ich weiß, ich bin nicht der Einzige, dem das so geht. Es gibt auch viele andere. Ne? Und andere sind auch da sehr viel, wie soll ich sagen, sie betteln sehr viel energischer um Likes und Abos. Da wird dann jedes Mal so der Button und das Klickdings eingeblendet und so. Ich glaube, ich habe es permanent irgendwo da unten. Es sei denn, ich werde gerade wieder seitenverkehrt gefilmt. Kann das sein, dass meine Farbe sich schon wieder ändert? Ich dachte, ich hätte es bei diesem Handy hier... Nee, er ändert die Farbe und die Belichtung, aber gewaltig. Wow, das Schlimme dabei ist, ich kann das nicht verhindern und so kann ich das nicht nachträglich bearbeiten, weil hier die Bearbeitung natürlich dann übernatürlich reinschlägt. Vielleicht muss ich doch noch auf eine Kamera gehen. Ich bin mit dem Handy eigentlich sehr zufrieden hier, aber also zum Filmen, ne, zum Telefonieren benutze ich es eigentlich eher nicht. Das war das eine. Das andere, das eine Thema habe ich ausgelutscht, ne, Gebettel, Gewinsel, Gejammer. Ne, gleich ein Like hier drunter. Hm, und abonnieren. Und noch einen positiven Kommentar schreiben. Das Stativ. Ich habe eben nach dem Stativ geguckt. Jetzt haben wir das Problem, ich würde euch das Stativ sehr gerne zeigen. Und dafür müsste ich aber das Handy da runternehmen und dann wackelt wieder alles wie Sau. Ja, es wird sich nicht vermeiden lassen. Ich tue es einfach trotzdem. Ansonsten wäre ich nämlich gezwungen, ein weiteres Video darüber zu machen. Wir kriegen das ja jetzt jemals wieder raus. Ein weiteres Video zu machen und dann werft ihr mir wieder vor, dass ich für jeden Quatsch ein eigenes Video drehe. Ich drehe euch mal um, damit ihr seht, in was ich hier sitze. Na, da sind jede Menge Eichen, die vor sich hin eichen. Na, da seht ihr auch schon jede Menge, soweit kann ich das Handy nicht drehen, das Handgelenk nicht drehen. Da ist jede Menge Mais, so viel das Auge essen kann. Und da ist das Stativ. Ich sehe jetzt leider überhaupt nichts, weil der Monitor ist auf der falschen Seite. Kann ich während der Aufzeichnung den Bildschirm drehen? Wahrscheinlich nicht, aber ich kann die Aufzeichnung anhalten, dann den Monitor drehen und so mache ich das. Jetzt bin ich genau andersrum. Das ist praktisch. So, das hier müsst ihr euch wegdenken. Das ist nur hier die Klemmhalterung fürs Handy. So. Stellt euch drei Antennen vor, die man so ausziehen kann. Das sind sie. Ich versuche sie jetzt mal eben so. Ja, ich kriege sie nicht ganz rein. Mit einer Hand kann ich es nicht bedienen. Ich kann das Handy dann auch mit den Zähnen nicht halten. Ich versuche es mal hiermit. Und zwar kann man den hier irgendwie rauf oder runter ziehen. Man wird so ein Klickknopf ja, eingedrückt. Das mache ich jetzt noch zweimal. Ja, ist alles live, ne? Alles geunschnitten. Ich habe zu wenig Hände frei. Da kann man sagen, was man will. Dann packe ich da mal fest zu. So. So. Das ganze Stativ ist jetzt nur noch so groß, abzüglich den Kameraden hier. Ja, und wenn ich es ganz ausziehe, jetzt muss ich es mit den Zähnen machen, obwohl habe ich jetzt Angst um meine Zähne. Ich lege euch einfach mal in die Flur. Ja, ins Gras werdet ihr hineingelegt. So, klackerdi-klack. Wird mal Scharfbild, ja. Ne? So lang wird das dann nachher. Also aus dem kleinen Ding wird dann ein so hohes Stativ, normalerweise mit drei Beinen. Und die werden dann so in drei verschiedene Richtungen, kann man die ausklappen und dann hat man ein riesengroßes Dreibein. Und wenn man sich hier jetzt das näher anguckt, dann sieht man hier so einen Knopf, den muss man reindrücken, um das wieder zusammenfahren zu können. Und ja, es geht mit dem Daumen, also man bricht sich nicht die Finger dabei ab. Ich fand das Ding aber so exotisch und so drollig,
Mal gucken, kann ich es auch so zusammenschubsen? Ja, einige kann ich einfach so zusammenpoppen, andere nicht. Auf jeden Fall, das Ding ist wirklich verdammt klein. Und als ich bei den beiden Flughäfen war, den kleinen, da war ich mit der roten Maschine unterwegs, mit den kleinen Koffern. Und da passt das hier natürlich fünfmal rein, während mein normales Einbeinstativ da im Leben nicht reingepasst hat. Ja, ja, prollig, ne? Unten sind noch so Gummibeine dran, jetzt fängt es an zu regnen. Ich werde nass, das ist voll blöd. Und deswegen klemmen wir hier besser ab, bevor das Handy auch nass wird. Ja, also auf jeden Fall echt abgedreht, das Ding. Und ich glaube, ich werde jetzt für so Schnellschüsse, werde ich das Ding jetzt öfter mal dabei haben, weil es ist sehr klein und lässt sich sehr groß ausfahren. Sehr robust ist es nicht, aber ihr kennt mich ja, ne? Masse statt Klasse, Qualität wird völlig überschätzt. So, bis dahin. Ja, danke fürs Reingucken. Und mehr nächstes Mal. Angeblich sollen wir ja zum Wochenende hin noch ein Sömmerchen kriegen. Das ist kurz mal ein wenig wieder die Sonne lacht. Ich glaube es noch nicht. Mal schauen. Normalerweise lacht die Sonne über Bayern und nicht über Norddeutschland. Schon gar nicht über mir. Hier werde ich nur mit Wasser bespritzt. Und es ist nicht mal Weihwasser oder sowas. Nein. Aber glaub, Weihwasser wäre für mich auch gar nicht gut. Nach allem, was ich so über mich höre, könnte sein, dass Weihwasser für mich sehr ungesund ist. So, vielen Dank fürs Reingucken. Bis zum nächsten Mal.